Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Rogue Legacy 2 im NG Plus Plus 2 sozusagen jetzt doch nochmal. Und zwar folgendermaßen, wenn man hier drauf geht, aktueller Faden oder aktuelle Faden Stufe 7, höchste abgeschlossener Faden ist Stufe 1 gewesen. Das heißt, wir waren irgendwo im NG Plus 2 unterwegs, nicht 3, wie ich dachte. Jo, jetzt ist halt die Frage, ist das für uns interessant? Wahrscheinlich kommen wir da butterweich durch, nehme ich mal an. Aber es ist natürlich interessant aufgrund, oder ich könnte es mir merken. Ah, ich weiß nicht. Nee, komm, wir machen 2. Ich habe die Größe der Welt verändert, plus 3. Und ich habe die gegnerische Aggressivität hochgestellt. Und so komme ich auf benötigte Lasten 4 von 4. Und wir können starten. Jo, mehr mache ich da jetzt nicht. Goldgewinn ziehe ich da nicht hoch oder sowas. Wir gehen so rein. Wir haben nämlich das Ziel, dort einfach nicht Gold zu farmen, weil das würden wir im NG plus 7 machen, sondern wir wollen einfach nur dort voranschreiten. Habe ich mir oben... Ich bin gerade irritiert. Hier oben konnte man ja direkt auch diese... sich so ein Seelending da abstauben. Habe ich das gemacht? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Bin ich überhaupt gerade an der Stelle? Oder muss ich da noch höher fliegen? Irgendwo auf so einem Dach oder so. Ich habe euch das mal gezeigt. Jo, hier war irgend sowas. Könnte man nachlesen. Hier ein Feuer. Ah, genau, man fällt einfach runter. Ich meine, ich hätte euch das mal gezeigt, oder? Hab ich das? Ja, Moment mal, was ist das da unten? Wie komme ich da hin? Könnte wichtig sein, weil es gibt auch noch einen Erfolg. Irgendwie finde... irgendwas halt. Ach, keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht hin. War das hier? Also eine verborgene Nachricht oder so irgendwas. Ja, aber das haben wir alles schon mal gelesen. Aber konnte ich das nicht aktivieren? Oder habe ich das aktiviert? Waren das die zwei Bosse da? Kann auch sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Tut mir leid. War das nicht hier oben sogar? Hier oben war dann... Ach scheiße, ich habe alles vergessen. Ja. Hier noch rumgeblinkt. Warum auch immer. Ja, ich soll irgendwie noch eine verborgene Nachricht finden. Also ich zeige euch mal gerade, was abgeht, was ich da meine. Und zwar hier. Wir müssen noch irgendwie Sprungtrittschaden im Hub machen. Ja gut, okay. Weiß ich nicht. Wir müssen Gegner K.O. schlagen. Weiß ich nicht. Seelenladen Overlord. Load, wie auch immer. Sage ich ja immer wieder. Entdecke die verborgene Erinnerung. Das meinte ich gerade. Schalte Einheitsstufe 3 bei Ausrüstungssets frei. Das wird bald der Fall sein. Hier Segen, Weisheit und Talent über diesen Schrein da bekommen, wo man immer eine Waffe, Talent und so weiter auswählen kann. Kriegen wir auch irgendwann mal hin. Jede Narbenherausforderung auf Bronze, sobald ich sie finde, sollte auch halbwegs möglich sein, außer halt diese Geschicklichkeitsdinge, die nerven. Hier, jede Rune einmal kaufen, jede Ausrüstung einmal kaufen, freunde dich mit allen an, muss man, glaube ich, alle Gespräche führen, verdiene alle Erfolge und dann kommen diese Zusatzevents über diese Zusatz-nachgepatchten Herausforderungen, sage ich mal. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit es uns trägt, was wir da finden. Der Button geht nicht immer. Mein Controller spinnt, ich sag's euch, Leute. Nee, anscheinend muss ich das hier wohl gemacht haben, oder? Ich sehe jetzt auch gar nicht, wo die Narbe sein soll. Ich habe eine Erinnerung, dass die hier oben oder hier war. Keine Ahnung. Oder eben noch nicht da war, weil wir nicht im NG plus 3 sind oder so. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hier irgendwie rüber. Zu dieser Erinnerung dort unten. Aber die habe ich anscheinend mal gelesen. Ja gut, egal. So, Tutorial überspringen, bla bla. Jo, ich schaue jetzt hier einfach die Bosse nochmal um, hol mir die XP und so. Natürlich nicht mit dem Char, wir gehen hier raus. In den Ruhestand schicken, Tschüssikowski. Gut, das Geld hätte ich mir noch mitholen können. So, weil hier sind wir schon Stufe 17. Alter, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück, Piratenschiff. Gut, alles klar. Geil, das ist geiles Glück. Das wäre noch geil, wenn man das einstellen könnte. Das wäre ultimativ mega nice. So, gut, alles klar, weiter geht's. Ich laber mal mit jedem, bla und so weiter.
wenn du uns auch irgendwie weiter voranbringen. Zauber, Pizza essen und so. So, jedes Ding hier treffen, ohne den Boden zu berühren. Das war ja auch so ein Ding, ne? Wie soll man das denn schaffen? Also wir hätten einmal das, wir hätten das, wir hätten die Dinge hier, wir haben das. Wir müssten eigentlich ganz da oben starten, müssen dann hier rauf, müssten hier rüber, dann hier. Oh je, dann fliegt man ja so hoch, das ist ja nervig. Dann, ja, dann hier rauf und dann runter. Ist hier auch noch irgendwas, was man anspringen kann? Nee. Also, wie kann man das machen? Kann man ihn anspringen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Hm. Eigentlich müsste man hier unten sogar starten, ne? Würde ich sagen. Hier so, so. Ah, jetzt habe ich den Boden berührt. Moment. Ah, das ist ja voll nervig. Wie soll das denn gehen? Ah, okay, so in der Art. Moment. Mache ich nochmal Schwachsinn, ne? So, so. Das waren doch alle, oder? Irgendwas habe ich übersehen. War hier unten noch was? Ja, so in der Art geht's. Hier, ja, das Ding haben wir übersehen. Bitte. Probieren wir es mal nochmal. Waren das jetzt alle? Hallo? Habe ich schon wieder was übersehen? Hab ich irgendwas nicht ange... Ah, die Puppe selbst. Noch die. Doch, die Puppe selbst habe ich. Hä? Ist da noch was auf dem Dach oder so? Keine Ahnung. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? Leco, Mio, komm, wir gehen weiter. Das hat nicht funktioniert, schade. Ich dachte eigentlich, so wird's gehen. Vielleicht darf ich es auch wirklich nur einmal berühren oder sowas und habe das jetzt teilweise mehrfach getroffen. Keine Ahnung, was weiß ich. So. Auf jeden Fall mal Lanzenkleider, der, glaube ich, Rüstung gibt oder sowas. Jo, wir gehen hier Bosse kloppen und so weiter. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier aushalten. Oh, wir haben auch schön... Moment mal, Lanzenkleider. Gepanzert plus Rüstung. Und Leben ist auch richtig gut. Also kein schlechter Char. Leben herausragend. Jo, für unsere Vorhaben kein schlechter Char. Er kann nicht ausweichen, dafür kann er das da. Kann ich halt voll draufhalten, ne? Das ist schon geil. Was kriegen wir hier an XP? Ja, kann ich jetzt gar nicht gucken. Die fallen zu schnell um, das ist schon mal sehr schön. Die fallen ja richtig schnell um. One-Shot bin ich schon gar nicht mehr gewohnt. One- oder Two-Shot, mega nice. Mega, mega nice. Aber mein Controller spinnt tatsächlich, also irgendwas stimmt da nicht. Was, so ein Mist, Alter. Ah, das ist hier natürlich jetzt mega nice, dass wir uns nochmal das mehr an Leben mitholen können. Gold geht so, ne? Aber wegen Gold sind wir nicht da. Wir sind eigentlich da, um Bosse zu kloppen. Eigentlich nur dafür, Bosse zu kloppen, Seelen zu bekommen, Äther und Erz zu bekommen, ne? Das ist so der Plan. Das ist er. So, gucken wir mal. Hört man mich überhaupt? Was macht's Mikrofon so? Mikro, bist du da? Jo, ne? Wäre schön. So, dann den da. Kloppen wir alles weg. Einfach du. Ah, hier könnten wir runter ins Gebiet. Ich glaube, das mache ich sogar jetzt mal. Aus dem Grund, weil ich euch ja die Herausforderungen dort noch zeigen wollte, die ich gefunden habe. Das können wir ruhig machen. Ist nicht so schlimm. Was kostet der Kram hier jetzt? Der Freischaltkrempel da. 8000 will die von mir. Kannst du mal gerade verquatscht? Nee. Achso, ich habe keine Kohle, ja. Alles klar. So, gucken wir mal, was ich da unten finde. Bla, irgendwas ist aktiviert. Wunderschön. Auch hier könnten wir wieder sowas abstauben. Jetzt wird es natürlich irgendwann auch gefährlich, ne? Uiuiui. Ui, ui. So, hier durch. Da hoch. Hier durch. Ankloppen. Weggehen. Gegner wegmachen. Bestmöglich mal nicht so getroffen werden, weil ich nicht genau weiß, was da auf mich zukommt. Was? Ja, 500 XP bekomme ich. Also relativ viel dafür, wie die Schwierigkeit ist, ne? Das war halt immer das Ding, ne? Habe ich ja auch immer gesagt, dass sich eigentlich für XP die früheren Runs besser lohnen und Gold die späteren. Weil hier es einfach schneller und ungefährlicher geht, ne? Ist klar. Da oben wäre so ein Raum, wo wir hin müssen oder so. Ah, hier muss ich das ja per Entschlossenheit zahlen. Was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, das relativ früh zu machen, weil da kriege ich die Entschlossenheit wieder freigelegt und habe noch nicht andere
Dinge da reingesetzt. Wir verlieren 100 Leben pro Gegner. Jo, kein Problem. 44 Entschlossenheit können wir also mitnehmen, die Schlüssel. Alles klar. Jo, wenn ich das geschickt angehe und jetzt nicht völlig Rotze spiele und Dinge vergesse oder so mal wieder, dann könnte das hier durchaus, oder? Es könnte klappen. So, läuft doch schon ganz gut. Ich denke auch hier unten den Boss haben wir wahrscheinlich noch nicht gemacht. Ich mal stark davon aus. Waren wir, oder wir waren dort echt beim Endboss und ich habe den nicht geschafft oder sowas. Das könnte auch gewesen sein, dass ich irgendwann da aufgegeben habe. Geht denn ab da unten? Spinnen die? Aber wir haben schon gut Leben gemacht. Puzzle-Herausforderung. Jo, probieren wir mal. Eigentlich habe ich mir es ja mal gemerkt, war hier unten, ne? Alter, bin ich schlau. Ja, ist immer das Gleiche. Schön. Aber jetzt haben wir nichts Besonderes bekommen. Also keine Ausrüstung oder Rune oder so. Das sind wir also auf dem Niveau schon drüber. Oder haben da schon bessere Dinge gefunden, sozusagen. Jo, geht aber gefahrlos. Mega nice. Also wir haben, wie schon erahnt, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich habe leider was vergessen. Gut, ist egal. Hier gibt es auch nochmal einen Schlüssel. Also die zwei Schlüssel haben wir. Wunderbar. Ich habe eine Truhe übersehen. Das ist aber jetzt nicht so gravierend. Komme ich hier nochmal raus irgendwie? Nee. Wir müssen tatsächlich irgendwie zurück. Gut. Die anderen Räume sehe ich hier eingezeichnet. Hoffentlich finde ich den Lagerraum und diesen komischen Seeraum da. Das wäre ganz wichtig. Das sind nämlich die zwei Herausforderungen. Einmal, die ich glaube ich noch holen kann. Und einmal eine, die ich schon geholt habe. Roboter oder so heißt die. Aber wie gesagt, werden wir dann höchstwahrscheinlich in der heutigen Folge sehen. Hoffe ich, denke ich. Wenn ich keinen Scheiß baue. War ich in dem Raum schon? Sagen wir mal ja, oder? Nee. Ach komm schon, was ist dann? Sagt meine Tochter übrigens immer. Ach komm schon, das ist süß. Wenn so eine kleine Dreijährige das mal so raushaut. Zeitlimit und verliere kein Leben, ist ein bisschen nervig. Ah, da kriegen wir wieder was. Absorption, Mana pro Treffer. Auch solche Geschichten mega nice, weil es ja auch solche Runen gibt, von wegen 10% des Schadens werden abgefangen oder wenn man ein Zauberbild spielt und so weiter. Also 10% des Schadens werden von Mana abgefangen, logischerweise. Goldmäßig geht das sogar hier noch, ne? Ist eigentlich gar nicht so schlecht bis jetzt. Es ist durchaus in Ordnung. Oh, falsche Richtung gedodged. Aber wie geil ist der Nonkonformist, oder? Das ist wirklich ein Gamechanger für uns. Auch vom Spielgefühl und, wie soll ich sagen, von der angenehmen, also wie angenehm ich das Spiel spielen kann. Es ist ja wesentlich angenehmer, hier dauerhaft fliegen zu können und so weiter. Eigentlich meinen Lieblingshelden dauerhaft spielen zu können in leichten Variationen, ne? Ja, und was hätten wir noch für Möglichkeiten, hier eigentlich noch weiter zu pushen und stärker zu werden, ne? Auch über die Runen jetzt, die ja jetzt zwangsweise nach und nach kommen. So, gehen wir mal hier rüber. Ding. Das ist der Lagerraum. Sehr schön, den wollte ich euch zeigen. Wunderbar. So, und hier habe ich halt eine neue Herausforderung gefunden. Und das müsste ungefähr hier gewesen sein. Jo, habt ihr das gesehen? An der Stelle muss man da rein. Da muss man zuerst mal drauf kommen. Alles klar. So, dann bin ich hier rein und hier halt alles anklicken und so und bla. Und hier habe ich dann, glaube ich, oben einen Raum freigeschaltet. Oder aufgeschlagen, ich weiß nicht. Was ich nicht verstehe, warum manche Bücher jetzt hier so glitzern noch. Obwohl ich das doch alles, falschen Estuare, bla bla. Das haben wir doch alles schon mal gelesen. Also, habe ich doch schon gelesen. Oder bin ich jetzt gerade bei der geheimen Nachricht oder was? Was weiß ich. So. Auf. Warum manche Bücher halt glitzern und manche nicht, das verstehe ich einfach nicht. So, das habe ich auch schon gelesen, oder? Ja, glitzert aber immer noch. Vielleicht habe ich sie doch nicht gelesen. Was weiß ich, keine Ahnung. Glitzer, glitzer, die Pizza. So, hier könnte natürlich irgendwo auch eine geheime Nachricht gewesen sein, bitte. Aber ich meine, das hätte ich mir auch angeguckt. Und hier oben ist, glaube ich, die Herausforderung hier an der Stelle.
Oder muss ich da noch was... Ah, ne, ich muss hier das freischalten. Hier rein, dann hier, den da machen. Da muss man hier noch durchlatschen. Und hier war es dann. Genau, hier war irgendwo der Kram. Und hier kriegt man die Herausforderung Roboter. Roboter. Gut. Komm ich da nicht durch nach unten? Nö. Echt nicht? Gab's da keinen Skill oder so? Oh, ne, ist Piratenschiff nicht. Alles klar. Ja gut, wisst ihr Bescheid? Also so habe ich die Narben-Herausforderung Roboter freigeschaltet. Ja, und wie gesagt, hier im Gebiet gibt es dann noch eine weitere. Kommt man so? Ja, wenn ich die Fässer wegschlage, komme ich hier nicht mehr rein. Ja, das ist halt das Ding. Was habe ich hier? Ich habe hier so lange mir schon einen abgesucht, ne? Und habe es nicht gefunden. Und dann sowas. Komisch. Da bin ich einfach reingebrettert, hat wirklich genau exakt an der Stelle RB gedrückt und bin reingelatscht. Ich habe gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Warum auch immer. Es war voll intuitiv. Ja. Ähnlich wie ich es jetzt gerade gemacht habe, wo ich es wusste. So könnt ihr das euch vorstellen. So, ich müsste trotzdem ein bisschen auf mein Leben achten. Nicht jetzt dauerhaft getroffen werden, ist jetzt nicht die krassest geile Idee. So. Ja, aber auch über die Entschlossenheit und hier noch solche Zusatzperks können wir natürlich hier auch noch was machen. Vielleicht sowas Richtung Volltrefferschaden. Da ist ein Zombie drin. Zombie, komm her. Oh, ich hab dich eigentlich zum Leben aufleveln gebraucht, mein Freund. Oh, 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 jetzt mache ich echt nur noch Quatsch. Ja, ich bin die Angriffsmuster hier nicht mehr gewohnt. Oh. Oh je. Alter, was mache ich denn hier? So, gehen wir hier rüber. Da ist anscheinend auch so ein Bossraum. Jo. Ja, nicht ganz ungefährlich eventuell, aber hier gab es auch oft Heilung. Sehr schön. Und wenn ich da reingehe, werde ich, glaube ich, auch nochmal geheilt. Dann passt das ja. Also machen wir es mal. Sollte eigentlich kein Problem sein. Normalerweise, denke ich mal. Warum ist das... Hä, warum ist mein Talent nicht... Hallo? Oh, jetzt bin ich ein bisschen aus der Spur geraten. Jetzt bin ich ein bisschen sehr stark aus der Spur geraten. Was mache ich denn da? Leko, was ist denn mit dem... Achso, seine Aggressivität ist höher. Ah, okay. Das ist ganz so ungefährlich, merke ich gerade. Krass. Ja, das ging jetzt gerade gar nicht so geil. Ja, ich dachte, mein Schiff wäre am Start. Aber irgendwie war es das nicht. Jetzt aber. Und jetzt macht er mich down. Das gibt's doch nicht. Oh, 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 Leute. Das war ganz schlecht. Gut, Lanzenkleider, Rüstung plus 1%. Oh, Mann, ey. Ah, das muss ich besser spielen. Leco mio, Alter. Oh, da haben wir schon so ein Glück und dann verballer ich so dämlich. Hm. Gut, Astromant jetzt zu spielen macht echt keinen Sinn. Ich bräuchte halt einen schönen Char. Astromant, Valkyre. Hm. Ich könnte doch kotzen gerade. Kotzen! Ich brauche einen ordentlichen, hier, Krähen-Typ. Nonkonformist-Duellant. Ja gut, um den ein oder anderen Boss damit zu machen, kann man das schon mal machen. Duellant hochzocken ist auch nicht ganz unwichtig. Komm, machen wir das mal. Leco mio, Alter. Hab ich's gerade verschissen, ey. Wahnsinn. Ja. Mit der Aggressivität. Das ist, ja, da muss man schon Mittel haben, ne? Jetzt schon ein bisschen gestresst. Noch mehr Damage wäre noch besser, oder? Da sind wir uns einig. Jo, ziehen wir einfach unseren normalen Damage hoch. Ach so, genau. Und Rune wollten wir noch kaufen. Vielleicht irgendwas in Richtung Gegenheilung noch, ne? Da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ah, da fehlt aber auch ein bisschen was. Was haben wir noch? Der Schärfe wäre auch super, um mehr Offensivoptionen zu haben. Ah, Gold und Runen, ne? Erz. Oh, Leco mio, Alter. Hier, Erz. Ah, Gold. Ja, warum nicht? Gestein. Ah, Äther habe ich komplett drin. Des Gesteins habe ich noch gefunden. Ja, aber das ist wichtig. Das holen wir mit. Das holen wir mit. Gut, alles klar. So. Weil dafür sind wir da. Um Steine, Seelen und Äther zu holen. Oh, ey, da könnte ich ja gerade abkotzen. Habe ich es gerade verschissen, ne? Ja, ich war mit der Aggressivität gar nicht
war ich nicht gewohnt. Und 10%, das war viel, oder? Als ich das ausgewählt habe, hier 10%, ja, lass die ein bisschen aggressiver sein. Er hat ja gar nicht von mir abgelassen jetzt. Und ich konnte halt nicht, wie normal gewohnt, mich da unsichtbar machen und so ein Kram. Ich konnte nur das Schiff da ziehen. Gut, ich hätte einen anderen Zauber mal ziehen können, wäre vielleicht auch schlau gewesen. Ich weiß gar nicht, was es gewesen wäre. Aber jo. Trotz allem bleibt stehen, dass wir gut vorankommen und dass ich trotzdem jetzt zumindest mal euch das gezeigt habe, was ich bis jetzt noch nicht zeigen konnte. Da könnte jetzt auch wieder eng werden. Was aber nicht schlimm wäre, weil ich setze es jetzt auch förmlich drauf an. Weil ich will eigentlich nur Erz und so ein Kram hier rausholen, genau. Und möchte eigentlich noch gerne einen anderen Char haben. Hier schön XP und Erze und so weiter abgestaubt. Und noch ein bisschen Gold. Wunderbar. Absolut nett. Das reicht. Das ist für mich schon absolut in Ordnung für so einen Run. Absolut genial. Ja, obwohl die Waffen jetzt nicht so passen. Aber man muss mit keinem Revolverheld mehr rumrennen. Oder mit Bogenschützen und Armbrust, was super langsam ist und lahmarschig und relativ wenig Spaß macht, finde ich mal. Spiele ich lieber so einen Char, wo das direkt läuft. So, hier habe ich mal nochmal abkassiert. Bin immer wieder mutig. Nee. Auch nicht. Tschüss. Alter, wie wollen wir uns da durchschnetzeln? Ja, hier könnte ich runtergehen, abkassieren. Machen wir gerade. Abkassieren, wunderbar. Hochgehen und wegschnetzeln, so ist es. Ja, es hat mich irritiert. Beim Kampfbeginn wollte ich eigentlich das Schiff stellen hier. Aber anscheinend war da noch eine Abklingzeit drauf. Ich habe es auch gesehen, als ich nach oben geschaut habe. Aber da habe ich schon 2, 3 Treffer kassiert. Und eigentlich wollte ich voll offensiv da rangehen und war dann halt schon massiv getroffen. Ja, das war jetzt auch das Schiff immer als Bonus bekommen. Ist auch krass. Ja, ich hätte müssen noch 2 Gegner anscheinend besiegen. Oder Angriffe machen oder was auch immer. Ja, eventuell wäre hier die Absorptionsobergrenze, die Rüstungsabsorptionsobergrenze noch interessant. Wobei wir, glaube ich, da nicht rankommen oder echt mehr Vitalität. Dass das noch immer noch ein leichtes Problem ist. Das wusste ich auch, dass es das ist. Ich habe nämlich von einem anderen Let's Player mal gesehen, die sind da mit 3000 Leben und so da rumgerannt und so ein Kram. Ja, hier kommen wir direkt ins zweite Gebiet. Wäre jetzt auch interessant, da einfach mal den Boss wegklatschen und gucken, ob wir den schon gemacht haben. Was könnten wir gerade machen? Einfach schnell durchziehen, mal dorthin rennen, Boss wegklatschen. Das würde ich jetzt mal machen. Wobei wir so schnell dort gar nicht ankommen und es mit dem Char wesentlich gefährlicher ist. Traumhaft, weil ich nicht fliegen kann und so. Naja, egal. Aber vom XP-Faktor merkt man es schon. Also es lohnt sich. Und wie ich schon zu euch sagte, es kann sein, dass ich da auch off-cam mal das ein oder andere NG Plus oder Boss mache, weil ich das natürlich jetzt schon öfter gezeigt habe und das jetzt wahrscheinlich nicht mehr das springende Ding ist, wie man die schafft, ne? Das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht. Vielleicht ist hier mal ein Herausforderungskram drin, deswegen gucke ich mal gerade rein. Könnte man auch machen, würde auch XP geben, genau. Und wir kommen in irgendeiner Narbe voran, was uns auch wieder Seelenpunkte gibt und normalerweise sollte ich es auch schaffen. Genau. Ja, Gegenheilung ist mir noch ein bisschen zu schwach. Weil es eigentlich schon stark genug ist. Ich werde einfach zu oft getroffen, ne? Aber trotzdem, um es abzusichern, sollte ich es anders machen. Ja, NG plus, NG plus 7 Bossgegner zu killen hat uns 14.000 XP gegeben. Jetzt nur mal als Vergleich. Hier kriegen wir auch 362 pro Gegner, also 40 Gegner und wir haben ziemlich genau das gleiche. Wenn dann hier noch so ein größerer Gegner dazwischen kommt, geht es noch schneller, ne? Ich habe jetzt nicht auf die XP geachtet, ich schätze mal auch so 500 bis 900, irgend sowas. Was uns im NG Plus ein normaler Gegner gegeben hat, aber wie gesagt, alles auf deutlich schwierigerem Niveau. Und nicht so sicher und so ein Kram. Jo, machen wir das. Voll Damage. Komm, auf geht's. Wenn wir kritten, kritten wir richtig. Der krittet doch, glaube ich, eh mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, oder? Nee, schade. Naja. So. Irgendeine Narbe wird erleichtert. Roboter, supergeil, die wir gefunden haben.
Und wir kriegen Erze und Äther. Mega nice. Genau deswegen sind wir hier. Schön. Wobei es jetzt gar nicht so viel gegeben hat. Aber trotzdem, hier ist es natürlich das Ding, dass man solide immer wieder findet. Und so weiter, ne? Was? Hab doch geschlagen. Muss doch weggehen. Was habe ich jetzt mit dem Assassine hier oder was das ist? Hallo? Schlag in die andere Richtung. So, jetzt wird's spannend. Ja, war klar. Ja. Hat man es auch schön gesehen. 57er Hit bekommen und 40 Rüstungen abgezogen oder was auch immer. So in der Richtung waren jetzt gerade die Zahlenbeispiele. Also wir haben überdimensionale Rüstung. Aber es ist natürlich auch nur so ein Flächenschadensdingens da. Quatsch, Gebietsschaden oder wie auch immer. Objektschaden. Jo, komm, nervt mich nicht. Gut, das ist noch ganz geil mit der Reflexion, dass die so viel Damage macht. Das ist natürlich schon geil, wenn man jetzt die entsprechenden Runen, also hier Vampirismus-Kram und so drin hätte. Dann können einen die Gegner hitten und man heilt sich trotzdem an denen hoch, weil der Schaden reflektiert wird, die direkt sterben und man dann halt das Leben wieder gut geschrieben bekommt. Das müsste jetzt hier in dem Fall aber, Pi mal Daumen, das Doppelte sein, ne? Dann könnte ich rein theoretisch an den normalen Gegnern, wenn ich nicht ultimativen Schrott baue, nicht sterben. Ne? Wenn ich jetzt in jede Falle reinrenne oder so. Oben, das lasse ich jetzt mal stehen, ist mir jetzt zu doof. Ich will nur schnell zum Boss kommen, den umklatschen und gucken, ob wir da noch einen Reward rausziehen. Das wäre jetzt noch mein Ziel für heute. Oh, das war jetzt nicht so geil. So, hier, Schlag zu. Wunderschön. Was habe ich überhaupt für eine Klasse? Duellant. Geschick? Keine Ahnung. Müsste so sein, oder? Auf jeden Fall auch nochmal mega nice. Bringt uns natürlich auch wieder ordentlich voran. Wunderbar. Wunderbärchen. So, hier, stirb, Ritter, stirb. So, hier, den da. Da gehen wir nicht rein. Da gehe ich auch vorbei. Da kloppen wir alles weg. Wie gesagt, Roboter könnten wir machen. Und könnten dort Seelensteine rausholen. Oh, Leute, das ist schon... Wir kommen voran. Was ist das da jetzt? Ah, ist das so ein... Ne, was ist das? Irgendwas sehe ich... Moment mal. Hä? Was ist das für ein Raum? Hab ich auch noch nie gehabt. Ah, hier durch. Ah, hier müssten wir klein sein. Ah, das ist der Raum, von dem ich immer berichte, wo man irgendwie klein sein muss und dann, da ist bestimmt auch eine Herausforderung. Oh, und da ist auch noch was. Kannst übersehen. Aber hier muss man bestimmt rein und dann bin ich mir recht sicher, dass das so ist. Ja, wir brauchen irgendwann mal einen kleinen Char, dass wir in den kleinen Raum da reinkommen. Leco Mio, der ist normalerweise sonst immer im ersten Gebiet. Wahrscheinlich ist er immer irgendwo und man kann ihn finden. Das könnte auch sein. Und ich dachte immer, er ist nur im ersten Gebiet, weil ich ihn nur dort gesehen habe. Das kann gut sein. Würde irgendwie spieltechnisch Sinn ergeben, dass er immer da ist. Sonst wäre es echt super mies. Aber man muss ihn halt finden. Oder ich könnte jetzt beim Architekt absafen und sagen, bitte lass mir das da. Und dann gehe ich mir das Ding holen. Ne? Das geht halt auch. Wäre halt viel zu schlau. Und vergesse ich jetzt eh wieder. Aber es wäre schlau. So, wo waren das jetzt? Moment! Moment. Hier, ne? Hier? Hier, oder? Da, grün. Jo, da war's. Also kurz bevor es... Wo geht's da eigentlich hin? Da geht's auch hoch? Ging's da immer hoch? War das Portal? Ist das in der Mitte? Echt? Zum Sonnenturm? Naja, kann sein. Also wo es zum Sonnenturm geht. Am besten hätte ich den Sonnenturm freigeschaltet. Das wäre voll schlau gewesen. Bitter. Also Architekt abspeichern. Sollte eigentlich genau das hier festhalten. Und dann könnten wir das holen gehen. Wenn ich jetzt die Bosse schaffe. Da muss ich mir das nur merken für die nächste Runde. Kostet ja noch ein bisschen was. Brauche einen kleinen Char. Irgendwann werde ich da schon einen bekommen. Rein theoretisch muss ich mich dann halt so oft sterben lassen, bis ich einen kleinen Char habe. Und dann gehe ich an die Stelle, ne? Mit den anderen Chars könnte ich gerade noch den Sonnenturm dann freilegen. Wenn ich jetzt hier die Bosse überhaupt schaffe. Das ist mal auf einem anderen Blatt Papier, ne? So, gut. Wunderbar. Wunderbärchen. Es läuft. Wahnsinn.
Und ich hoffe, dass ich das nicht schon gemacht habe und irgendwie vergessen habe oder sowas. Aber ich glaub's nicht. Und ich bin mir recht sicher, dass es dort drin noch was zu holen gibt. Ja, hier die Räume. Ich ignoriere die jetzt mal. Das ist mir egal. Das ist dämlich. Das übrigens auch. Und das auch. Aber ich will die XP. Von dem Typ will ich die XP. Mein Gott. So. Ah, ein kleiner... Oh, was mache ich denn jetzt? Jetzt will ich nochmal immer getroffen werden, oder was? Ist irgendwie voll cool. Oh, der schießt durch die Wände. Ist nicht schön. Hallo, geh bitte zu Boden, dass ich dich besser treffen kann. Alles klar. Dankeschön. Gut, wenn wir beim Boss reingehen, werden wir ja auch nochmal kräftig geheilt. Das könnte ich übrigens auch mal skillen. Weil das hatten wir jetzt auch schon öfter, dass ich bei den Bossen nicht ganz fresh war im Schritt. Und das ist natürlich dann schon nervig. Und das kann man eigentlich relativ günstig skillen, dass man da voll hochgeheilt wird, ne? Oh, goldmäßig. Eigentlich läuft es echt mega, ne? Aber wie gesagt, wir sind hier zum schnellen Durchlaufen. Weil alles andere, auch die Räume und so, das ist auf höherem... Also gut, die Räume wären jetzt schon eigentlich interessant, aber das ist mir immer zu doof und kostet mir jetzt zu viel Zeit, da jetzt reinzurennen, hier auf in dem Gebiet. Da muss man immer... Da sind viele so Räume, wo nichts drin ist und, jo... Oder einfach irgendeine Erinnerung findest, so irgend so ein Scheiß. Also so ein Gespräch. War nicht hier oben auch noch irgendwas? Hab ich das mal geholt? Irgendwas sagt mir, dass da auch noch was war. War da nicht mal noch was? Ich glaube, ich hab's aber geholt. Oder so ein Easter Egg-Rahmen, oder? War das nicht hier irgendwo? Keine Ahnung. So, gehen wir zum Boss. Ich bin mal gespannt, ob ich den damals gemacht hatte oder nicht. So, haben wir freigelegt. Klar, ja, ich müsste nochmal dahin. Jo, was weiß ich. Keine Ahnung. Gehen wir mal rein und hauen immer weg. Dürfte, sollte ja eigentlich kein Problem sein, ne? Gut, den habe ich super schlecht gestellt. Jetzt besser, ne? Ah, die halten schon ein bisschen was aus. Bestien der Leere. Bumm. So, jetzt ruft er seinen Kollegen, ne? Was natürlich hier geil ist mit dem Feuerding, wenn man da voll dran bleibt, macht man halt natürlich krassen Schaden, weil Mana aufgeladen wird. Das ist natürlich schon nice. So, bumm, da ist er kaputt. 5000 XP, das ist schon jede Menge. Finde ich schon. Das ist schon jede Menge, bringt uns massiv voran. Bumm, kaputt. Ging super easy. Kein optimaler Char. Also für meine Spielweise nicht. Und wir kriegen jo, Runen und Erz. Deswegen sind wir hier. Leider keine Seelensteine haben wir anscheinend gemacht. Hm, gut. Egal. Wunderbar. Keine Ahnung, wo ich da Schluss gemacht hatte. Weiß ich nicht mehr. Wir brauchen einen kleinen Char, ne? Das ist noch Fakt. Das wäre jetzt wirklich wichtig, bevor ich das verpeile. Deswegen würde ich den Char hier fast sogar aufgeben jetzt, ne? Ich könnte natürlich... Jo, wir könnten hier ein Portal noch freischalten. Das wäre vielleicht noch ganz sinnvoll, dass ich dann nicht nochmal weiter rennen muss. Kostet 8000 oder was es gekostet hat, ne? So, hier den da. 8000 wolltest du, ne? Jo, mach mal. Alles klärchen. Wunderbar. Gut. Und da würde ich den Charakter echt aufgeben. Wir brauchen einen kleinen Char für die nächste Runde. An dieser Stelle machen wir im nächsten Part weiter und gucken mal, was abgeht. So, was haben wir hier noch an Level gemacht? Wunderbar, oder? War in Ordnung. Klar, ich hätte jetzt können weiter durchziehen. Hier Erz und Äther in Ordnung. Abgestaubt Gold. Abgestaubt und halt, wie gesagt, das Portal freigelegt. Ist für mich absolut in Ordnung. Ja, dann machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.